denkt man sich die tollsten Taktiken aus, wie man den töten kann, und da funktioniert das nicht, weil er einfach mal gegen alles immun ist. Dann müssen wir hier, dann müssen wir das Netz... Ja, so auf jeden Fall nicht. Wie kann man nur so eine Arschkrampe sein? Falscher Charakter. Ich muss das Netz irgendwie... Ja, natürlich. Und er sieht sie. Hier, wirken Netz. Er hat natürlich wieder seine Kugel des Arschloches angemacht. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ich finde es genial, wie er sich alle 2 Sekunden befreien kann, während meine Leute dann, wenn die wirklich da reinkommen, dumm rumstehen und sterben. Eichhörnchen verursacht einen Schadenspunkt bei Wolf? Was zum? Du bist doch so ein dummes Huhn. Stell dich, du da einfach hinzauberst. Nein, du läufst dahin. Ihr habt wie befohlen. Sag mir bitte, wie man so unfähig werden kann. So. So, beide festgehalten. So, du warst vermutlich dagegen eh immun. So, einer hinüber. Ich bin ganz so gut ich kann. Alle auf den Bogen schützen. Zwerg hier. Los, mach was. Er ist schon so gut wie tot. Nein. So. Juhu, seine Moral versagt. Ja. Super. Mehr habe ich mir noch gar nicht gewünscht. Keiner ist zum dummen Eichhörnchen geworden. Der Magier konnte kaum was tun. Ja, wird sofort erledigt. Endlich. Noch eine schwierige Geburt. Wir kriegen jede Menge komischen Kram. Hier, du kannst doch bestimmt was drehen. Ja, schön. So speichern wir unbedingt. So, und dann sammeln wir hier noch Kram. Ach ja, du kannst ja eh nichts mehr tragen. Hier, Mensch, geh da mal hin. Jeder Hunter hat mal seinen großen Tag. In Schweren zu leben heißt gut und. So, jetzt holen wir uns noch das Buch über das Einhorn. Keine Ahnung, warum ich das mal haben möchte. Trete zur Seite. Hier kommt die Gerechtigkeit. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das Gold. Genau. Immer her damit. So, mehr war da eh nicht drin. Dann hier hin. So. Es geht voran, nach einer halben Stunde versuchen zu töten. Nein, nicht ganz, aber immerhin fast. Macht Platz, böse Wichter. Eiliger Held auf den. Eine halbe Stunde für 2 lächerliche Gegner, wenn man sich das mal. Wenn man darüber nachdenkt. Okay, die haben zusammen einen riesigen Berg Erfahrungspunkte gegeben und da. Sind jetzt schon fast auf Stufe 5 mit manchen Charakteren. Aber trotzdem, ob es das wert war? Ach ja, und ich kann euch was zeigen, das ist ein, keine Ahnung, Fehler möchte ich es wirklich nicht nennen, weil es ist lustig. Pack ist, wieso
kann ich niemanden... Ihr Gepäck ist nicht voll. So, warum nicht gleich so? Ja, du nimmst das. Kettenhemd. Kann, dieses Kettenhemd kann nämlich von einem Kenzer getragen werden. Fragt mich nicht. Ist aber so. Wie lautet Ihr Befehl? Das ist das einzige Item dieser Art, was ich kenne, was ein Kenzer ertragen kann. Als Rüstung. Was geht denn da unten? Ja, dann heilen wir mal eben unser Team durch. Hier kannst du auch noch heilen. Du heilst, braven. Und dann erkunden wir noch mal den Rest hier. Achso, mein Einhornbuch. Genau, wo ist denn das? Wie viel ist denn das? Die Geschichte des Einhornlaufs. Von Baden und Weisen ist die Geschichte überliefert, dass es sich beim Oberlauf des Einhornlaufs in Wahrheit um die Quelle des Lebens und der Wiege der Fruchtbarkeit handelt. Man sagt, dass die natürliche Rasse aus dem Schoß der Chauntea auf Tori am Flussursprung hervorgegangen und dann flussaufwärts auf dem Einhornlauf in die Außenwelt gereist sei. Es wird auch behauptet, eine Tochter von Chauntea hielt sich am Flussursprung auf und geleitete die Neugeborenen in die Welt, während andere Shiela die Rolle der Hebamme zusprechen. Was auch immer die Wahrheit sein mag, Elfen, Koreas und Halblinge stimmen in jedem Fall darin überein, dass der Einhornlauf auf das Leben heilig und ein Ort äußerster Reinheit ist. Da herrscht in allen drei Rassen auch strenge Verbote auf Reisen flussaufwärts auf dem Einhornlauf daher herrschen in allen drei Rassen auch strenge Verbote, was Reisen flussaufwärts auf einem Einhornlauf angeht. Denn im Falle einer Befleckung des Flusses könnte auf Turin keine neue Rasse mehr geboren werden. Keine Ahnung. Irgendwas komisches, ja. Eine blaue Perle. Und weiter geht's. Fröhliches Spinnennetz finden. Das ist mir jetzt egal, wenn ich einfach in eins reinlaufe. So sind ja nicht irgendwelche Gegner, die mich dann einfach mal eben töten. Ist mir das vollkommen egal und gleichgültig. Weil ich gerade einen Haufen mörderätzender Volldeppen getötet habe. Oh, ein Ghoul. So, wie viel fehlt denn hier noch? Ah, nur noch das Stück da. Bestimmt voller schmackhafter Spinnen. Ja, das genau, die Odem-Waffe ist ja dann noch an. Also das Spinnennetz. Ja, solange irgendwie so ein Spinnennetz rumkreucht und fleucht, egal wo man sich, wie weit weg man sich davon aufhält, kann man nicht speichern. Weil das einfach an ist. Das muss aufgehört haben, bevor man speichern kann. Fragt mich nicht warum, das ist so, ich will es nicht wissen. Ich würde mich eh nur aufregen, wenn ich rausfinde, warum das so ist oder programmiert wurde, weil ich ja nicht ins Spinnennetz kommen kann und die Gegner an sich auch nicht. Beziehungsweise die mir in dem Augenblick egal wären. So. Gibt's hier noch viel zu entdecken? So. Fressen. Hä? Achso, irgendwelche Segen haben sich wohl aufgelöst, schätze ich mal. Was ist denn hier jetzt noch? Achso, nur das Stück und... Was haben wir? Ja, hier wird nichts sein. Nein. Dann gehen wir hier oben nochmal lang. Heute ist ein guter Tag zum Sterben.